Wenn das so ist, zerreißen ihr Pet! Komm, den Level schaffe ich jetzt aber noch. Den Level schaffe ich doch jetzt noch. Fällt mir gerade ein, ich glaube... Man muss den ersten Sprung anders machen oder lösen. So. Boah, war das knapp. Oh. Obwohl ich da noch rumgepimmelt habe. Ganz schön weit gekommen. Da dachte ich, da wäre ein Knopf. So. Und dann fiel mir ein, da kommst du ja gar nicht rüber. Ach, guck mal. Das geht doch. Okay, ich renn mal nicht. Nee, komm. Was sind das denn für Quäl-Level? Ich habe keinen Spaß an Videospielen, ich spiele Meat Boy. Rapture. Hell. Habe ich hier die helle Welt schon komplett? Ich sag mal, ja, außer hier den Level, der fehlt noch. Ja, hab ich ja wieder eine super Idee, das kann ja nichts werden wieder. Oh, ne. Oh, ne. Aber diese 8-Bit-Musik ist cool. Okay, so wird er es nicht schaffen. Der kleine Drecksack. Aber so, sauber gemacht. Er war doch schon unten. Da hängt sogar jetzt Blut an der unsichtbaren Wand. Mann! Game over. Nochmal rein. Los! Genau, sonst ist es, glaube ich, zu weit. Man muss schon von hier springen. Direkt oben an der Kante. Oh. Hä? Boah. Nein! Oh, ätzend. Ich hoffe, das ist hier nur ein Level, keine drei, oder? Oder vertue ich mich jetzt da wieder? Oh, cool. Oh, ach so, ja. Nein, ich hasse Bälle, die auf mich zukommen. Die da aus der Wand geboren werden. Endlich. Wow. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Hä? Perfekt! Verbände 9 von 20. Oh, ich ahne Schlimmes. Krass, die manche Level haben noch gar nicht geschafft. Die können ja nur scheiße sein. Meat Boy! Oh, der kommt mir bekannt vor. Der kommt mir doch bekannt vor, der Level. Zurück zur Karte. Die helle Welt auf 100% war doch mein Ziel jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob hier noch was fehlt, aber ich gehe einmal zurück. Aber in Rapture fehlt auf jeden Fall noch was. The Rapture! Und wie? Hier fehlen ja noch. Hier fehlt ja noch einiges. Sind die schon fertig? Doch nicht. Warpzone! Stimmt, die Gameboy-Spiele.
Ding. Ich war schneller als das Blatt. Als die Säge. Oder habe ich den schon fertig? Voll auch gut, da gehe ich zweimal tot. Und dann gehe ich weiter, oder was? Vor allem, weil da noch mehrere Level auf einmal kommen. Bäm! Und da bin ich nur einmal tot gegangen. Verdammt, Game Over. Ich guck mal eben, wo hier die Verbände rumliegen. So, nun bin ich schlauer. In dieser Warp Zone sind wie bekannt nicht wieder zwei. Ich versuch's noch einfach mal. Und zwar in dem zweiten und in dem dritten Level befindet sich jeweils eine Bandage. Also ganz einfach. Und dann kommen dann gleich die anderen Bandagen, die in den anderen Level alle verteilt sind. Boah. Aber das ist auch so, die ganzen Level, die nehmen mit der Zeit... Ich meine, das ist klar, dass ein Spiel mit der Zeit immer schwieriger werden muss, um einfach die Motivation zu halten. Oder was heißt die Motivation? Den Ansporn zu halten. Weil Spiele, die die ganze Zeit gleich leicht sind, sind zwar vielleicht auf eine Art nicht schlecht für vielleicht ein paar Kinder. Also Kinder meine ich damit, weiß ich nicht. 5. Oder 4. Das sind dann aber meist nur Lernspiele und keine Fleischknubbelspiele. Ey, was war das denn jetzt für ein Move? Na egal, ich versuch's trotzdem. Einfach zur Übung. Vielleicht glaube ich, dass ich den Level jetzt schaffe. Und falls doch, dann sehe ich zumindest mal den anderen Level. Zumindest mal den anderen... Boah. Bäm. Oh, boah. Ja, genau, was war das denn? Direkt so... Matsch, tot. Warpzone! Sauber! Oh, verdammt. Da war ich ja zu schnell. Warum steht da ein lieber Score von 50.000? Ich glaube, es ist einfach nur so, oder? Also, wenn man tot ist, kann man das immer sehen. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil es hier so eine Art Arcade-Spiel sein soll. Oh. So ein Automatenspiel für früher, wo man dann immer, was weiß ich, eine Mark reinwerfen musste für 3 Leben. Dann rechnet man jetzt mal die 3000 Leben, die ich hier verballert habe. Hätte man gut und gerne 1000 Mark reingesteckt. Ich sag bewusst Mark, weil früher bei so Automatenspielen gab es halt noch die Mark. Aber da waren die, glaube ich, nicht so teuer. Mal, jetzt hat er sich da festgematscht. Ich hasse ihn. Okay, okay, okay. Schaff ich. Toll. Okay, ein Leben noch. Ein Leben noch. Hier ist ja Latte. Hi. Okay, wenn man da ziemlich weit oben ansetzt, kann man so komplett da durchjumpen. Ah, klappt doch wieder. Ich glaube, erste Mal vorhin, da kam ich hier richtig weiter, weil ich wieder bis unten bei den Stacheln.
Je öfter man dann spielt, desto mehr verkackt man. Ganz komisch manchmal. Ah. Ah, Penis. Wo wäre denn noch eine Bandage? Sagen wir mal, wir hätten die jetzt schon, die wir nicht haben. In 3 ist eine, die haben wir. Und in 5. Panic Switch. Alles klar. Ah, ich weiß, wo die ist. Die hängt hier irgendwo rum. Da ist sie. Da ist sie doch. Und jetzt losrennen. Mann, was war das denn? Voll Action bereit, so jetzt losrennen, tot. Mann. Oh, das wollte ich nicht. Aber müsste sich doch gleich wieder aufbauen, oder? Da ist er wieder. Da ist er doch wieder. Oh, das war knapp. Boah, und das war auch knapp. Mann, wer hat denn dieses Scheißsegel weiter unten gemacht? Okay, okay, okay. Alle weg. Hui. Ma, was war das denn für ein Fail? Oh, sauber. Manage get. Gut. Wo ist der nächste? Wo ist die nächste? In 7. Oh ne, Moment. In 7 ist eine Warp Zone. 7. Und zwar gibt es da auch einen Charakter. Einen versteckten Charakter. Nur wo ist die Warp Zone? Wo ist sie hin? Okay, das war schlau. Aber im Grunde gucke ich gerade nur so ein bisschen rum. Wo denn hier eine Warp Zone sein könnte, gewesen sein könnte, weil jetzt ist er eh weg. Ah, egal, bin ich halt tot. Vielleicht, ne, da oben drin kann ich sein, da kommt man so schnell nicht hin. Hier? Nein. Da? War eben kurz.